du da versuchst, du mich fertig zu machen? Ruhe da hinten! Wir sind im Tunnel und warten auf die Fledermaus. Quinn lief gerade vorbei. Wieso war der alte Mann bei dir? Beruhige dich, Ältere. Hör auf zu jammern, du machst alles kaputt. Hey, beruhige dich! Sag ihm, er soll still sein, sofort! Du hast das gehört, oder? Ja, ja, du weißt, wo du mich findest. Später! Idiot! Schon wieder hat einen erwischt. Ihr habt den Bosch gehört. Mann am Boden, da liegt einer. Befohlen, meine Schwester zu töten. Hast du es getan? Na klar, ich mochte sie noch nicht. Du bist kaltblütig, Mann. Komisch, mir hat er das Gleiche befohlen. Ich habe ihm gesagt, dass ich gar keine Schwester habe, aber er hat es mir immer wieder befohlen. Wenn ich ins Auto war, habe die erste Schlampe überfahren, die ich gesehen habe. Joker schien zufrieden zu sein. Der ist doch eine Lachnummer. Irgendwie geheimnisvoll. Verstehe mich nicht falsch, aber einen Moment ist er total durchgeknallt und dem nächsten schmiedet er Pläne. Wer weiß, was in seinem Kopf rumspukt. Das ist nicht unser Problem. Wenn er Harley wieder hier runterschickt, dann stecken wir in Schwierigkeiten. Hat jemand was zu trinken da? Nein, aber ich habe eine Handvoll Drogen von einer toten Krankenschwester. Die haben aber nichts gebracht. Wo wollte sie mit dem Anstaltsleiter überhaupt hin? Könnt ihr alle mal die Klappe halten? Das soll eigentlich ein Überflug für die Federmaus.
Waffen sofort entlädt. Ah, ich empfehle sie direkt in euren... direkt in euren Kopf zu entladen. Wir nicht festgeschnallt sind. Riskierst du nicht schon erleben. Willst du meinen Puls messen, Doc? Das wird nicht leicht, wenn ich nicht mit Medikamenten zugedröhnt bin. Du bist immer zugedröhnt. Die Fledermaus! Au, das wird wehtun. Geht's ihm gut? Oh! Dein Gesicht wird ganz schön gut! Dankeschön, Batman. Die Wache hätte nicht mehr viel länger durchgehalten. Geht's ihm gut? Er hat sich am Kopf verletzt, als Sie ihn zu Boden geschlagen haben. Führen Sie ihn so schnell wie möglich weg von hier. Bringen Sie ihn in die medizinische Abteilung. Das ist der sicherste Ort auf der Insel. Okay. Sobald er in der Lage ist zu stehen, gehe ich mit ihm dahin. Wahrscheinlich hat sie getroffen. Das reicht. Hast du Hunger? Großen Hunger. Der ist hier!
Babys helfen. Ich interessiere mich wirklich nicht für ein paar Blumen, Ivy. Sie haben Schmerzen und rufen um Hilfe. Bleib, wo du bist. Das fehlt noch, dass du frei herumläufst. Arme Kinder, ich rette euch. Heimlich Shampoo besorgen. Die Pflanzen, kannst du sie nicht hören? Sie rufen mich in ihrem Todeskampf. Ja, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Bitte lass mich raus. Sie sterben ohne mich. Na, ich weiß nicht. Du bist nicht auf Mr. J's Partyliste. Naja. Oh, bitte. Ach, egal. Ich mache eine Ausnahme. Sich so viel besser. Sie ist ein gutes Kind. Ich könnte diesen beiden den ganzen Tag zuschauen. Was für ein Krawall. Und apropos Krawall, hier ist ein bisschen Aufruhr, den ich nur für dich organisiert habe. Schneid mich los. Er hat die Sicherheitskontrollschaltung unter seiner Kontrolle. Ich habe den Sequenzgenerator, aber ohne die Netzstation in meinem Büro ist er nutzlos. Deine Netzstation wurde zerstört. Gib mir den Sequenzer. Was? Oh, ja, natürlich. Es hat keinen Sinn. Mit dem halben Code kann man nichts machen. Wir sind hier gefangen. Es gibt immer einen Ausweg. Immer.